Hallo liebe Tischtennis Community, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute seht ihr die zweite Episode von meinem Projekt 1900 Punkte. Ich habe mit 800 Punkten angefangen, habe es ganz erstmal angekündigt. Die erste Episode findet ihr auch unter dem Kanal hier, verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Und jetzt geht's los mit der zweiten Episode. Der Ist-Stand ist 825. Ich hätte durchaus mittlerweile schon 1900 Punkte haben können. Ihr werdet jetzt auch ein paar Ballwechsel gleich sehen können von Spielen, Turnieren, die ich so gespielt habe. Aber erstmal ein paar Infos noch. Also wie gesagt, ich hatte schon 860 Punkte mittlerweile zwischenzeitlich. Hätte auch schon 19 haben können, aber habe viele Spiele knapp und teils auch unnötig verloren. Habe aber auch schon gegen bessere gewonnen und habe mich vor allem im Training schon verbessert. Deswegen bin ich eigentlich nicht unzufrieden. Ich will die Punkte bis April nächsten Jahres erreichen. Ich hatte mir eigentlich das Ziel gesetzt, das dieses Jahr noch zu schaffen, aber jetzt gibt es ja erstmal keine Turniere mehr. Wir sind einen Tag vor dem Lockdown und dieses Jahr wird es wohl nicht mehr irgendwas geben mit TTR-Punkten, aber mal gucken, ich denke nächstes Jahr bis April sollte es machbar sein, das ist so mein Ziel, spätestens bis Juni, falls ich es nicht schaffe. Ja, ich kann euch jetzt sehr viel erzählen dazu, aber es werden nächsten Wochen einige Videos erscheinen, wo wir ein paar Dinge speziell behandeln, unabhängig von meinem Projekt. Deshalb heute einfach mal ein kurzes Trainingsvideo von mir mit dem Michael Fuchs, 18 Jahre alt, aus dem Gießen ASV, dort spielt er Regionalliga jetzt, guter Spieler, 2000 Punkte ungefähr, also der hat die 19 schon geschafft und probiere euch hier ein bisschen zu motivieren, wir zeigen euch ein paar Trainingsaufnahmen von uns beiden. An dieser Stelle wollte ich noch ein paar Sachen für die Zuschauer sagen, ich denke die meisten sind wahrscheinlich von 1900 noch weit weg und sind eher so im unteren TTR-Bereich anzufinden, aber mit Fleiß und Disziplin kann man schon schaffen nach oben zu kommen. Wir haben gerade mal nachgeschaut, es gibt in Deutschland ungefähr 500.000 aktive Tischtennisspieler. Wie viele davon TTR-Wert haben, kann ich nicht genau sagen, aber auf jeden Fall mehrere hunderttausend sind schon einige. Und der Michael ist jetzt beispielsweise unter den besten 1000, fast nur den besten 500 mit einem TTR von ungefähr 2000 Punkten. Und der Michael war jetzt auch nie jetzt ein Kaderspieler, hat nie irgendwie das beste Talent gehabt, also hat einfach viel gearbeitet, hat viel trainiert, organisiert sich und macht das Ganze sehr vorbildlich und da werde ich mir auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden, weil der Michael ist immer im Training heiß, trainiert gut, trainiert regelmäßig und macht das auch mit einer gewissen Ausdauer und nicht irgendwie nur eine Woche und dann wird es wieder aufgehört. Ich kenne ihn jetzt ein paar Monate, er war sehr oft da am Wochenende, sehr viel trainiert und möchte sich auch noch weiterhin verbessern, hat noch viel höhere Ziele, was er jetzt bisher geschafft hat. Vielleicht kommen da in Zukunft noch einige Videos mit ihm. Heute erstmal ein paar Trainingsszenen von uns beiden. Bis gleich. Die erste Übung ist so, dass ich einen Topspin ein bisschen fester spiele mit der Vorhand aus der Vorhand und einen Topspin ein bisschen langsamer spiele mit der Vorhand aus der Vorhand. Gut, dass man differenzieren muss. Man lernt mal ein bisschen wirklich aufs Tempo zu achten, nicht immer gleich zu spielen, nicht wie ein Roboter zu spielen und kann eben das Tempo wechseln und kann sich darauf konzentrieren, den festen Ball ein bisschen fester zu spielen und der lockere Ball soll so gespielt werden, dass er kaum Fehler ist, dass er der ganzen Übung Sicherheit gibt und dass das auch längere Ballwechsel ermöglicht, als wie man jetzt beide fest spielen würde. Okay, los geht's. Ich fange mit der Übung mal an. Mein Vorhandtopspin ist für mein Spielniveau schon relativ gut und ist auch in letzter Zeit besser geworden. Natürlich gibt es noch einiges, was man verbessern kann, wie beispielsweise hier gut zu sehen. Der Oberkörper von mir ist relativ aufrecht, bisschen mehr Körpervorlage, bisschen mehr Spannung im Bauchwälder, nicht schlecht. Und auch an der Beinstellung kann man arbeiten, rechts noch relativ weit vorne, ein bisschen mehr Voranstellung, um noch bessere Gewichtsverlagerung hinzubekommen. Ihr habt gesehen, die Topspins waren schon klar unterscheidbar, der eine war fester, der andere war lockerer und so sollte es sein, wenn ich die Übung spielen lasse. Im Training ist es oft so, dass man noch nicht so einen richtigen Unterschied erkennt. Achtet wirklich ruhig darauf, den langsam nur ganz klein zu spielen und den festeren ein bisschen längere Bewegung zum Ball beschleunigen. Kann man auch so machen, dass man einmal kontert, einmal zieht oder dass man eben halt so einen kleinen Spin spielt. Jetzt kann der Michael jetzt gleich nochmal ein paar Parallel demonstrieren. In der nächsten Übung spielt der Michael das Ganze und er spielt zwei Topspins relativ tischnah und zwei Topspins ein bisschen weiter weg vom Tisch. Eben, dass er zwei Topspins hier spielt und dann diesen Schritt nach hinten macht. Auch ganz wichtig im Tischtennis, dass man sich nicht nur seitlich bewegen kann, sondern eben auch diese Vor- und Zurück-Beiderbei trainiert. Und relativ spielnah. Im Spiel ist ja auch häufig so, dass man den Ball nicht immer vorne spielen kann, sondern mal nach hinten gehen muss,
um von hier zu spielen. Die Bewegung am Tisch ein bisschen kürzer, die Bewegung von hinten kann ein bisschen länger sein. Am Tisch reicht es, wenn man den Ball früh trifft. Auf geht's. Auch wenn ihr mich jetzt gerade nur beim Blocken seht, Blocken ist auch was sehr Wichtiges, sollte man nicht unterschätzen, und allgemein mit besseren Spielern trainieren zu können, ist immer ein Vorteil. Also die Chancen nutzen, wenn ihr die habt, müssen nicht bessere sein, man kann damit Gleichguten sehr gut trainieren, auch mit Schwächeren durchaus gut trainieren und sinnvoll, aber mit besseren ist es natürlich nochmal ein bisschen einfacher. Jawohl, kommen wir auch schon zur dritten Übung. Die erste Übung war eigentlich die einfachste. Am Tisch ein fester, ein locker. Die zweite Übung, beide mittelfestes Tempo und halt mit Distanzveränderung zum Tisch. Die dritte Übung ist die, dass wir vom ganzen Vorhandhälfte spielen, also hier bis hier. Und da muss der Blockspieler wirklich darauf achten, dass er nicht immer auf den Schläger blockt, sondern ein bisschen verteilt. Die Vorhand schon relativ groß, merkt man bei dieser Übung schnell. Und da muss der Michael sich jetzt auch nochmal seitlich gut bewegen und muss ein bisschen anpassen, nicht immer das gleiche Tempo. Wenn er schlecht steht, vielleicht ein bisschen lockerer, eher mit Spin, ohne viel Tempo. Und danach den nächsten Ball hier ein bisschen fester. Auch nicht wie ein Roboter wichtig, ist jetzt eine halb unregelmäßige Übung, die anderen beiden waren regelmäßig. Los geht's. Beim Blocken jetzt probiere ich gar nicht viel zu machen, sondern einfach nur den Schläger hinzuhalten und dem ankommenden Ball ein bisschen entgegenzugehen, ein bisschen die Richtung mitzugeben. Aber ich brauche keine eigene Kraft zu benutzen, weil der Ball eben schon genug Energie hat. Hier seht ihr den Michael mit kleinen Schritten unterwegs, immer relativ kompakt. Hat da natürlich auch mir gegenüber einen Vorteil, weil er ein bisschen kleiner ist. Umso größer du bist, umso schwieriger ist es mit dem Tiefstehen und dem Tiefbleiben. Aber das ist auch eine Sache, an der ich in nächster Zeit viel arbeiten möchte. Ich bin auf jeden Fall motiviert, viel zu trainieren. Und nächstes Jahr werdet ihr dann von mir die nächsten Episoden sehen, wo ihr mich auch viel spielen seht und auch Wettkämpfe sehen werdet. Jawohl!